Herzliches Hallo an alle Final Fantasy Fans da draußen. Ich zeige euch heute die US-Version von Final Fantasy 3 für den Nintendo DS. Mit euren vier Recken, den Rittern des Lichts, macht ihr euch hier auf, um Tempel zu erkunden und die darin befindlichen Kristalle zu säubern. Denn nur so könnt ihr in dem aufgepäppelten Remake die Monsterhorden stoppen, die euer Land heimsuchen. Wie üblich erwarten euch auf der Reise über die Weltkarte unzählige Ungeheuer, die müsst ihr in rundengebundenen Zufallskämpfen bezwingen. Seid ihr siegreich, erhaltet ihr Erfahrungspunkte und stärkt eure Heldenriege. Auch euer Beruflevel steigert sich. Dazu aber später mehr. Jetzt zeige ich euch nämlich erstmal, wie ein Kampf vonstatten geht. Nein, das Video ist nicht verbockt. Während der Kämpfe ist der obere DS-Schirm einfach schwarz. Wie in den meisten Final Fantasy-Teilen, wählt ihr eure Aktionen aus einem Menü aus, sobald ihr an der Reihe seid. Ihr habt die Wahl, ob ihr einfach angreifen wollt, Magie einsetzt, einen Hilfsgegenstand beschwört oder die Spezialfähigkeit eures Recken nutzt. Ihr könnt die Kämpfe auf Wunsch mit dem Stylus steuern, ich rate euch allerdings zu der bewährten Knopfhämmertechnik, wie sie schon in dem Vorgänger funktioniert hat. Das ist simpler und spart obendrein Zeit. So, die Burschen bekommen jetzt noch schnell eins auf die Mütze und wir erhalten Erfahrungspunkte und natürlich die landesübliche Währung Jill als Lohn. Jetzt zeige ich euch das Jobsystem, denn eure Helden sind nicht auf bestimmte Fähigkeiten festgelegt. Im Spiel könnt ihr ihnen 23 Jobs zuweisen, die ihr nach Belieben tauschen könnt. So ist vom Ritter, Ninja, Lanzenkämpfer über Magier, Priester, Beschwörer bis hin zum Karatekämpfer und Wikinger alles mit von der Partie, was ein Abenteuer erleichtert. Teils zwingt euch der Storyverlauf sogar den Job zu wechseln, beispielsweise wenn ihr unbedingt einen Magier benötigt, um mit seinen Zauberkräften den Zugang zu einem Dungeon zu öffnen. Darum solltet ihr wichtige Jobs regelmäßig aufleveln. Richtig gehört, die Jobs müsst ihr wie die Charaktere selbst im Kampf stärken. Das liefert Langzeitmotivation und sorgt zudem für abwechslungsreiche Kämpfe. Wieder mit von der Partie ist auch das obligatorische Luftschiff, das ihr diesmal sogar mehrmals aufrüsten könnt. Das ist sogar notwendig, um zwischen den verschiedenen Weltkarten hin und her zu reisen. Ja, es gibt tatsächlich mehrere Weltkarten, also richtig viel zu entdecken. Highlight eures Abenteuers sind die Kämpfe gegen die Kristallwächter in den Verliesen. Hier haben wir einen dieser eindrucksvollen Kollegen. Aber keine Sorge, habt ihr eure Heldentruppe gut aufgelevelt und einen Charakter dabei, dessen Job es euch erlaubt, Heilzauber zu sprechen, gehen die Kämpfe meist zu euren Gunsten aus. Die schicke 3D-Optik macht auf jeden Fall echt was her. Aber das wunderschöne Intro-Video ist besonders erwähnenswert. Ich lasse euch mit den Bildern alleine und hoffe, dass Fans die Wartezeit bis zum März schnell vergeht. Dann kommt der Titel nämlich endlich auch zu uns nach Deutschland. Macht's gut und noch viel Spaß mit dem Rest der DVD. Euer Sebastian.